علي سلام الله عليك كتما فاطمة سلام الله عليها بزوكي فاطمة سلام الله عليها هات كونتاكتي كريم das werdet ihr euch wundern jetzt. Man sagt, das ist eine Übertreibung. Das ist verboten. Fatima hat Wahi gekriegt. Keiner sagt, dass Fatima hat Wahi gekriegt. Aber es gibt wahre Berichte, dass Fatima, salamullah alaiha, nachdem sie ihren Vater verloren hat, war sie so traurig, dass sie diese Amüsierung von den Engeln gebraucht hat. Dass sie amüsiert haben. Dass sie abgelenkt haben. Man sagt, Wahi ist gestoppt worden, nachdem Muhammad s.a.w. gestoppt. Richtig. Wahi al-Tashri' gibt es, gab es nach Muhammad sallallahu alaihi nicht mehr. Aber wenn Maryam salamullah alaiha kriegt Engel, wie sie mit ihr geredet haben, sie war keine Prophetin. Und wenn Frau von Ibrahim salamullah alaiha kriegt Engel, die reden mit ihr, die sagen zu ihr, bewunderst du dich? Oder ist das für dich ein Wunder von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala geschickt hat? Friede sei mit euch, Leute des Hauses, reden sie mit Frau von Ibrahim salamullah alaiha. Als sie mitgekriegt hat, dass sie schwanger wird in diesem hohen Alter, sie war irgendwie hier überrascht, hat sich gewundert, wie kann ich so in diesem hohen Alter schwanger werden? Kommt Jibril und redet mit dieser Frau. Hat sie Wahi gekriegt? Nein. Der hat mit ihr geredet. Mutter von Musa, salamullah. Sie kriegt auch Engel, die mit ihr geredet haben, oder Jibril, salamullah, der mit ihr geredet hat, und sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihr Wahi geschickt. Zu Mutter von Musa, dass sie ihren Sohn im Fluss oder ins Fluss reinschmeißen soll. Hat sie gekriegt. Wieso darf Mutter von Jibril, von Musa und Mutter von Isa und Frau von Ibrahim einen Kontakt mit Engel bekommen und die Tochter von deinem Propheten, der beste Prophet, den es je gegeben hat, und Fatima ist die beste Frau, den es je gegeben hat, laut Muhammads Worte, Fatima Sayyidat Nisa al-Alamin. Min al-Awwalin wa al-Akhirin. Warum ist das ein Wunder, wenn ich sage, sie hat Kontakt gekriegt mit den Engeln? Was ist dabei so schlimm? Warum bin ich Muschrik, wenn ich das sage? Wo ist die Erklärung? Nichts. Nur beschimpfen. Nur gegen sein. Weil du nur dagegen sein willst, aber ohne Beweise. Und hat du Mohammed uns gegeben. Wir übertreiben nicht. Fatima war keine Prophetin. Fatima war nur Fatima. Wie habe ich vorhin gesagt? Nicht, weil ich dein Vater bin. Macht für dich selbst. Ihr habt Schuld bei Fatima, salamullah. Ja. Ihr habt Schuld. Wir müssen bei ihr wirklich dankbar sein. Ja. Dass sie unseren Propheten behandelt hat. Dass sie ihn gepflegt hat. Dass sie für ihn da sein. Stell dir mal vor, du kommst von der Arbeit. Als allererste guckst du, wer ist zu Hause? Deine Frau, deine Tochter, dein Sohn. Was brauchst du? Sakina. Brauchst du Ruhe? Kommst du von der Arbeit, von der Sonne oder von der Kälte jetzt? Ne? Gehst du in ein eigenes Haus, brauchst du was? Ruhe. Lächelt deine Frau ins Gesicht. Muhammad, salamullah alaihi, sagt, die gute Frau ist diejenige, die, wenn man sie anguckt, freut sich. Der freut sich, wenn er sie anguckt. Muhammad, salamullah alaihi, kommt, nachdem die Araber ihn angegriffen haben, nachdem sie ihn mit Innereien geschmissen haben, nachdem sie ihn gesteinigt haben, nachdem sie mit den Schwertern gegen ihn angegriffen haben. Unter diese Hetze von der arabischen Insel kommt er ins Haus und sieht Fatima. Wartet sie auf ihn, manchmal geht sie auch mit ihm und heilt seine Wunden. Wir schulden Fatima, dass wir uns immer können für Fatima. Fatima gehört nicht nur, Entschuldigung, wenn ich das sage, Fatima gehört nicht nur die Schiiten, Fatima gehört die Menschen, alle Menschen. Fatima ist ein Symbol für Menschheit. Fatima ist ein Symbol für die Sauberkeit. Fatima ist ein Symbol für Frauen, für die gute Frau, für ein ideales Bild. Wen haben wir als Beispiel? Wir haben als Beispiel Mohammed, also wir haben als Beispiel Ali, wir haben als Beispiel die Sahaba, wir haben als Beispiel Ahl-Bayt, salamu alaikum. Aber unsere Frauen, wen haben sie als Beispiel? Unsere Töchter, wen haben sie als Beispiel? Nehmt dieses Wissen von dieser Frau und gebt weiter. Beredet eure Freunde, eure Nachbarn über diese Frauen zu lesen. Wie viele Schiiten, die das behaupten, dass sie Fatima folgen, wissen, wann Fatima gestorben ist. Wie viele Schiiten, die behaupten, dass sie Fatima folgen, wissen nicht, was Fatima gesagt hat. Warum? Wir haben diese Zeit, dass wir zu Allah gehen. Dass wir den wahren Tawhid kennen,
Wir wissen, was La ilaha illallah heißt. Wenn ich den Koran aufmache, habe ich Probleme. Ich habe Probleme, wenn ich den Koran aufmache. Es gibt Saab, ich weiß nicht, was Saab heißt. Das sind nur Vermutungen von unseren Übersetzern. Was das heißt? Alif Lam Mim, was ist das? Ja Allah, hast du mir Worte geschickt, die verstehe ich nicht. Sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn du den Koran nicht verstehst, komm zu meiner Familie. Sie erklären euch das. Jibril war bei denen zu Hause, das Wissen, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekommen hat. Von Adam bis Jesus oder Isa, von Sidrat al-Muntaha bis zur Erde und unter die Erde, die Ozeane, diesen Koran und alles, was dazu gehört, hat er weiter an Ali gegeben. Und Ali hat uns weitergegeben. Und deswegen, ich sage, kümmert euch darum, dass ihr dieses Wissen von Al-Bair, Salamullah alayhi, bekommt. Dass ihr dieses Wissen begleitet mit dem Koran, weitergibt. Die Menschen brauchen euch. Ihr seid Anhänger von Familie Muhammad, von Al-Bair, Salamullah. Und ihr sagt das auch. Ihr schickt euch nicht. Seid nur Feinde gegen die Feinde, die gegen Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren. Seid nur die Feinde von denen, die gegen Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren. Offensichtlich. Und alles, was verborgen war, was nicht so klar war, lasst. Allah subhanahu wa ta'ala, sari' al-hisab, ist ein schneller Rechner. Allah subhanahu wa ta'ala rechnet schnell. Unsere Aufgabe ist, das, was wir haben, anzubieten. Und vergleichen. Wer was Besseres hat, nehmen wir. Wir sind bereit. Wer besser als Fatima hat, soll uns bringen. Wer besser als Ali hat, soll uns bringen. Wer besser als Hussein oder Hassan hat, wir sind bereit, das anzunehmen. Es gibt nichts Besseres als diese Menschen außer Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und gibt es nicht besser als Muhammad sallallahu alaihi wasallam, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und dadurch kommen wir zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wir schließen dieses Thema ab mit einer Ziyara zu Fatima sallallahu alaihi wasallam. Ich werde das natürlich auf Deutsch lesen. Ich hoffe, dass wir das erreichen, was wir erreichen wollten. Und ich bedanke mich erstmal vorab, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin gerne zwischen euch. Ich habe viel zu tun gehabt. Ich wollte nicht kommen, aber als ich gehört habe, dass heute das Thema von dieser Frau ist, habe ich nichts anderes, also Besseres übrig gehabt, habe als das. Zwischen euch zu sein, danke mich sehr, dass ich das darf. Und ich hoffe, dass ich niemanden dadurch verletzt habe oder nicht berücksichtigt habe. Denn Haq ist Haq. Und Ali sagt, Salamullah alayhi, عندما كان يأتي الحق أو يكون الحق كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرف أحدا. Das heißt, wenn Haq kommt, wenn die Wahrheit kommt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam kannte keinen Freund. Es tut mir leid. Das ist die Wahrheit. Das, was wir haben, wir bieten das an. Warum sollen wir bieten? Wir glauben das, was ich gesagt habe, und wir sind bereit, das zu diskutieren. Außer das, bis das nicht mehr geht. Und das wird nur nicht mehr gehen, sodass wenn wir verloren haben. Und wir geben zu, wenn jemand was anderes anzubieten hat, was Besseres anzubieten hat, nehmen wir gerne.